Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von US Midweek Charts. Mein Name ist Bernd Zinkowski. Es ist der 13. Juni 2024. In den Videos geht es hauptsächlich um US-Indizes, aber auch um US-Aktien bzw. um sehr interessante Setups. Da habe ich jetzt heute auch nochmal die Siemens Energy Aktie mitgebracht. Doch zunächst schauen wir natürlich auf die US-Indizes und hierzu habe ich den Nasdaq-Chart mitgebracht. Dieser taucht oder beziehungsweise erreichte gestern nach der Rallye die Widerstandszone, die eben ab 19.500 Punkten begann und jetzt hier vielleicht eben ein Ende findet, diese Rallye. Doch der Nasdaq ist im Prinzip der stärkste Index, aber für mich ist hier das eben auch unter anderem, weil hier eine 1, 2, eine ein fertiger Aufwärtsimpuls fertig sein kann, eben bei rund 19.500 Punkten. Hier gab es jetzt doch eine bärische Umkehrkerze, doch wie man es auch hier sieht, direkt der Konter. Also hier dürfte der Index noch nicht ganz fertig sein, aber die Umkehrkerze kann jetzt einen entscheidenden Weg für die Bären bilden. Doch wie gesagt, es ist der stärkste Index und noch nicht mit einem handfesten Umkehrsignal. Der S&P 500 Index, hier gab es ein größeres Gap, wie auch beim Nasdaq, doch da wurde die Indikation gerade gezeigt. Hier wäre es jetzt nicht verwunderlich, wenn erstmal es Richtung Gap gehen würde, ja Richtung 5.360 Punkten oder zumindest bis 5.400 Punkten, also einfach ein Rücklauf, dann noch ein neues Hoch und dann wäre für mich der Index eben auch fertig. Hier kann man eben auch zählen, 1, 2, 3, wenn man die 3 jetzt hier fertig zählt, dann ist es die 4 hier gewesen und dann die 5, aber ein finales Hoch kann eben noch folgen. Also auch noch nicht hundertprozentig ein Umkehrsignal da. Ganz anders sieht es mit einem relativ schwachen Dow Jones aus. Der hat hier das jeweils hier am EMA 50 gescheitert. Sollte hier eben nicht weiter als über die 40.000 Punkte gehen. Diese Ziele wurden damals schon abgearbeitet im letzten Video. Und hier sieht man, dass er hier zweimal sehr bärisch an der 39.000 Punkte Marke abgeprallt ist. Ja, sehr volatil zuletzt, handfestes Signal nicht, aber eben unterhalb der 39.000 Punkte Marke sind Rückläufe bis 38.000 Punkte oder eben hier Richtung EMA 200, der verläuft hier bei 37.500 Punkten. Also, kurzes Fazit, Nasdaq absolut stark, S&P ist natürlich auch auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Der wird ja auch durch Nvidia und die ganzen Halbleiter nach oben getrieben. Muss man aber eben engmaschig beobachten, zeitnah auch ein markantes Hoch ausbilden. Nächste Woche ist der Hexensabbat. Daher dürften auch noch heute und morgen Umschichtungen passieren. Und somit muss man eben doch recht vorsichtig sein, auch wenn hier die Rallye für mich demnächst ein markantes Hoch da ist und somit die Rallye zu Ende gehen könnte, aber handfeste Signale sind nicht da. Anders eben bei einer Netflix-Aktie, die sollte hier nach unten gehen, was sie dann auch tat. Der Bereich könnte noch einmal angelaufen werden, gestern war es relativ schwach. Gegenüber dem Gesamtmarkt schon. Die Kerze ist jetzt nicht bullisch und nicht bärisch, weil eben zum Schluss die Aktie noch ein Schluss nach oben geht. Aber hier die Wahrscheinlichkeit, dass die relative Schwäche weiterhin anhält, ist groß, sodass die 600 US-Dollar Marke erreichbar erscheint, ohne dass es jetzt hier deutlich nach oben ging. Ein sehr spannendes Setup habe ich zuletzt eben bei der Siemens Energy Aktie angebracht. Noch ein Hoch hätte hier kommen sollen. Kam dann nicht,
ganz das letzte, doch die Zielzone wurde eben hier erreicht. Und jetzt kann es nochmal ein Hoch kommen und bleibt eben über der 25,50 Euro Marke mit dem Kursziel, ja, aber das würde ich jetzt nicht handfest traden, außer man nimmt einen sehr engen Stopp, kann es eben hier Richtung 27,50 gehen. Verkaufssignal wäre eben mit dem Bruch der 21,50er Marke eben ein Tagesschlusskurs unter dem EMA 50. Die EMA-Aktie war zuletzt immer ein Thema, in den letzten zwei Videos jedoch nicht. Hier ist jetzt die Aktie in der Woche über den massiven und dominante Begrenzungslinie ausgebrochen. Gestern hat die Aktie sogar die 220 US-Dollar Marke erreicht. Wenn man hier sieht, was innerhalb von knapp zwei Monaten passiert ist, kann hier definitiv und sollte ein Pullback auf die 200 US-Dollar Marke, das ist die Ausbruchsmarke, stattfinden. Was dann mit der Aktie passiert, wenn dann die Aktie an der dominanten Begrenzungslinie nochmal scheitern sollte, dann wäre ein weiterer Rücklauf denkbar. Aber hier muss man eben auch engmaschig die Aktie verfolgen. Das war jetzt hier gestern schon mit dem hohen Volumen den Ausbruch bestätigt. Allerdings, da eben die Kerze eben nicht mehr auf Tageshoch geschlossen hat, ist hier jetzt erstmal ein Rücklauf an die 200 US-Dollar denkbar. Somit Möglichkeiten eines markanten Hochs bezüglich auch des Hexensabbats ist definitiv möglich. Signale oder auch für mich eben sehr wahrscheinlich, deswegen bin ich ein paar Short-Positionen eingegangen, sehr antizyklische natürlich. Und die Aktienmärkte muss man jetzt definitiv weiter engmaschig verfolgen.